Ese es Nico, mi yerno. Está mucho más pirado que yo. Städte in Uruguay standen erneut aufgrund beispielloser Regenfälle unter Wasser. Die beispiellosen Niederschläge verursachten Schäden an Gebäuden und Chaos im Verkehr, sowie Stromausfälle. Insgesamt wurden in nur wenigen Stunden etwa 19.000 Verbraucher vom Netz getrennt. Über 100 mm Niederschlag fielen, mehr als während des gesamten Beobachtungszeitraums. Die Stadtverwaltung stellt fest, dass Notfallteams rund um die Uhr arbeiten, um die Normalität wiederherzustellen. Der starke Regen wurde von starken Winden begleitet, die Bäume und Stromleitungen umwarfen und über 40.000 Menschen in der Region ohne Strom ließen. Bewegung und öffentlicher Verkehr sind gelähmt, und derzeit kann noch nicht von einer Wiederaufnahme gesprochen werden. Das Innenministerium Uruguays berichtete, dass 664 Personen aus ihren Häusern evakuiert wurden. Die Feuerwehr reagierte auf 48 Vorfälle in den betroffenen Gebieten, darunter 87 umgestürzte Bäume und 99 Masten. Stürme und schwere Regenfälle folgen auf eine Periode extrem hoher Temperaturen in Uruguay. Die Meteorologische Agentur des Landes hatte vor einer bevorstehenden Katastrophe gewarnt, aber ihre Botschaft wurde inmitten der zahlreichen täglichen Probleme etwas ignoriert. Heute sprechen wir über kolossale Verluste nach der Flut. Selbst wenn das Wasser von der Hauptkommunikationsleitung abgeleitet wird, ist die Arbeit unmöglich, bis alles von Spezialisten inspiziert wird und Reparaturen an Elektrizität und anderen lebenswichtigen Energiesystemen vorgenommen werden. Die Schäden werden durch die Weltbank für Bau und Wiederaufbau kompensiert werden. Während der Reparatur wird auch darauf geachtet, die Möglichkeit der Wiederherstellung einiger wichtiger Objekte für ihre zukünftige Sicherheit zu prüfen. Während der Erholungsphase nach der Katastrophe werden Kinder nicht an schulischen Aktivitäten teilnehmen, und der Bildungsprozess wird über das Internet fernorganisiert.